Wenn du wissen möchtest, wie du diese Leuchtbox selbst bauen kannst, dann bleib dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Beginnen wir mit dem Material im Überblick. Du benötigst Holzklötzchen, und zwar 12 an der Zahl. Welche ich genau verwende, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Außerdem benötigst du Holzleim. Zusätzlich noch eine Lichterkette, auch die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Dann noch Transparentpapier und etwas, um das Transparentpapier zu verschönern, zum Beispiel Stempel oder Stifte. Dann legen wir auch schon los mit dem Zusammenbau. Du kannst dir 3 Häufen mit je 4 Klötzchen legen. Am besten nutze auch eine Unterlage, wie zum Beispiel ein Backpapier, denn wenn der Klebstoff hier ein bisschen festhängt vom Zusammenkleben, kannst du es gut wieder entfernen. Lege mit den ersten 4 Klötzchen ein Quadrat. Um ein Quadrat zu erhalten, müssen die Enden hier immer abwechselnd überlappen. Lege es also genauso hin, wie ich es hier dargestellt habe, und dann nimmst du dir dein Holzleim und verbindest so die 4 Klötzchen miteinander. Dieses Quadrat kannst du dann zur Seite tun, am besten jetzt nochmal ausbessern, sodass wirklich die Kanten schön aneinander liegen. Der Leim trocknet nämlich relativ schnell. Mit den nächsten 4 Klötzchen machst du jetzt genau dasselbe, also du klebst noch einmal ein Quadrat. Auch aus den letzten 4 Klötzchen wird ein Quadrat gelegt, hierbei ist aber der Unterschied, dass dieses Mal die Klötzchen hochkant gestellt werden. Also bei den ersten beiden Quadraten lagen ja die Holzklötzchen flächig und eben diesmal stehen sie auf der schmalen Seite beim Kleben. Jetzt lässt du alle Quadrate liegen und gut durchtrocknen. In der Zwischenzeit widmen wir uns dem Transparentpapier. Um zu wissen, wie groß es ist, schnappen wir uns ein Lineal und messen bei den liegenden Quadraten aus, wie weit der Abstand von Klötzchen zu Klötzchen ist. Aber eben nicht vom Klötzchenrand, sondern ungefähr von der Mitte des Klötzchens bis auf die andere Seite, die Mitte des Klötzchens. Bei den von mir verwendeten Klötzchen sind das 16,5 cm. Und da es sich ja um ein Quadrat handelt, muss das Papier, was wir jetzt zuschneiden, an beiden Seiten 16,5 cm groß sein. Und insgesamt benötigst du in dieser Größe 2 Quadrate aus Transparentpapier. Eines davon, und zwar das, was an die Vorderseite kommt, wird jetzt gleich verziert. Bevor wir uns hier aber die Mühe machen, checken wir noch einmal, ob die Größe passt. Hierzu legst du das Transparentpapier hin und nimmst dir eins der liegenden Quadrate und legst es über das Transparentpapier. Wenn die Größe stimmt, dürftest du jetzt nichts von dem Transparentpapier sehen, was über die Ränder geht, also weder nach außen noch nach innen. Dann legen wir jetzt den Holzrahmen wieder weg und beginnen, das Transparentpapier nach Lust und Laune zu verschönern. Ich habe mich hier entschieden, das Transparentpapier zu bestempeln mit weihnachtlichen Motiven. Diese wie auch alles andere Material findest du auch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Theoretisch kannst du auf dem Transparentpapier auch malen, bedenke nur, dass es die Farbe nicht richtig einzieht, das heißt, die Trocknungszeit ist relativ lang. Auch könntest du das Papier bedrucken mit einem von dir gestalteten Motiv. Auch hier wichtig, lass das Transparentpapier lang genug trocknen, denn sonst verschmiert dir die gesamte Tinte. Dann muss noch das zweite Transparentpapier vorbereitet werden. Hier schneiden wir schräg unten eine Ecke ab. Durch diese Ecke kann nachher das Kabel raus aus der Box, weil in der Lichterbox ist nachher die Lichterkette. Das Kabel geht raus, so dass das Batterienfach außen ist und die Batterien gewechselt werden können. Wenn jetzt also alles vorbereitet ist und, ganz wichtig, gut durchgetrocknet, dann können wir zusammensetzen. Zuerst werden die beiden Transparentpapiere jeweils auf die liegenden Quadrate geklebt. Ich beginne jetzt mit dem Quadrat, bei dem ein Eck fehlt, beziehungsweise beim Transparentpapier, wo das Eck fehlt. Ich streiche den Rand der Holzklötzchen ein mit Holzleim und lege dann das Transparentpapier drauf. Und solange der Kleber noch flüssig ist, muss die Lichterkette angebracht werden. Hierzu stecke ich das Batteriefach durch die Öffnung durch. Ich kann das Papier noch kurz anheben. Wichtig ist, dass die Lichterkette auf der Seite ist, wo du das Transparentpapier geklebt hast, also wo du den Kleberand siehst. Und das Batteriefach muss auf der schönen Seite sein, wo du nur die Klötzchen siehst. Dann wird auch noch das bestempelte Transparentpapier geklebt. Auch hier musst du schauen, wie rum du es legst,
Denn die Schrift soll ja nachher gut leserlich sein von außen. Und die Außenseite ist eben immer die, wo du nicht das geklebte Transparentpapier siehst. Wichtig ist vielleicht noch dazu zu sagen, ich klebe hier mit dem Holzleim. Wenn ich das Papier aufbringe, dann wälzt es sich nach kurzer Zeit. Hier lege ich einfach ein Buch drauf oder irgendwas Schweres, um das Transparentpapier glatt zu ziehen. Und der Holzleim trocknet ja schnell und somit ist gleich auch das Papier gerade und fest angeklebt. Im nächsten Schritt werden dann die drei Rahmen miteinander verbunden. Hierzu lege ich das bestempelte Transparentpapier so hin, dass ich hier die Klebefläche sehe und nehme den mittleren Rahmen und klebe diesen drauf. Ich streiche also etwas Holzleim beim stehenden Quadrat, also das mit den schmalen Seiten, auf die schmalen Seiten selbst. Und dann platziere ich das auf dem liegenden Quadrat mit dem bestempelten Transparentpapier, so dass es relativ mittig auf den Klötzchen steht. Dann trage ich Holzleim auf die obere Kante, wieder auf die schmalen Kanten auf und lege den hinteren Teil, also das mit der Lichterkette, oben drauf. Die Lichterkette muss dabei vollständig innerhalb der Quadrate sein. Wichtig ist noch, dass du darauf achtest, dass die abgeschnittene Ecke unten ist, also beim bestempelten an der unteren Kante. Denn wenn es oben wäre, dann müsste das Kabel ja die Lichterbox hinuntergehen, um das Akkufach zu verstecken. Und wenn jetzt alles gut durchgetrocknet ist, ist deine Lichterbox auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal.